Jetzt habe ich 13 Laternen. Egal. Ach ja. Und 4 Eisenklumpen übrig. Sollen wir schlafen gehen, oder? Braucht man nicht wegen mir. Okay. Ja, dann nicht. Wir könnten auf die Phantome warten. Jetzt haben wir ja so Überbögen. Da sind die dann auch nicht mehr so wichtig. Nicht mehr so. Mein schwierig. Bogen hat nur Unendlichkeit. Sonst nix. Ja. Habt ihr doch noch ein paar Bögen gegeben? Hast du die noch nicht gemacht? Ja. Das war nicht meine oberste Priorität und ich habe jetzt keine Level mehr. Ach so. Meine Spitzhacke war mir wichtiger. Ja. Macht auch Sinn. Ja. So. Vordere Seite sollte eigentlich fertig sein. Soweit. Ja. Ich habe doch 13 Laternen gebraucht. Ah. Natürlich habe ich 13 Laternen gebraucht, ja, ja. Hallo. So. Ah. Ja, das sieht doch schön aus. Ja. Hat aber einiges an Holz gekostet. Oh das ja. Das glaube ich. Und wie. Machen wir am besten all mein Holz zu Gedöns. Ich kann ja auch noch ein bisschen was geben, 13 Stück nämlich. Ah. Ja, das hier kann ich vielleicht auch brauchen, ein paar Gerichtsblöcke noch. Okay. Ich gehe mal hinter das Kuhfeld und gucke, ob da Spinnen sind, auf der Ebene da unten. Ja. Man sieht doch eh nichts hier nachts. Ja. Sehe vor allem auch keine einzigen Monster, doch hier ein Skelett und ein Zombie. Na, hier rennt auch ein Skelett rum, da unten irgendwo. Ja, da. Ah, hier. Aua! In der Luft weggehauen. Welches? Ich kann noch. Das Skelett war, was hier war. Ich meinte das andere. Ja, ich habe noch kein anderes gesehen. Das ist gerade da, wenn du da im Wald hochguckst, da ist's. Am Hühnerei, das werfe ich auf den Turm. Da ist sogar drin gelandet, aber die Frage, ob eins rauskam oder nicht, kann ich nicht beantworten. Wir brauchen auch noch mal irgendeine Art der Wegbeleuchtung. Ja, so Laternen oder sowas. Ja. Aber richtige Laternen halt. Nicht die Minecraft-Laternen. Ja. Ich mach mal ein bisschen sporadisch. So ein Laternendesign, das wäre auch was eigentlich, was man mal... Oder generell die Laternen hinbauen, das könnten wir auch noch kurz machen. Ja. Weil wir sind jetzt wahrscheinlich öfter mal nachts noch. Aha. Tätig. Hab's doch richtig gesehen aus dem Augenwinkel, hat mich ein Creeper aus dem Wald raus angeschaut. Ah. Skelettisch in die Höhle reingefallen. Aber hat mich trotzdem getroffen. Naja. Tja. Aber mein Bogen, der gefällt mir sehr gut. Aha. Immer One-Shot. Ja, das sieht schon gut aus hier, das Design. Der Turm oder was? Ja. Ja, haben wir auch lang gebraucht. Ja. So, ich heb mal hier schon mal den Boden aus in der Halle, im Turm, weil da kommt ja ein Boden rein und keine Erde. Am Ende kommt doch Erde rein. Nein. So, jetzt sind zwei Seiten fertig. Soweit. Es geht jetzt doch schneller, als ich dachte mit dem Turm tatsächlich. Ja. Weil wie lange haben wir denn schon?
Eine Stunde fünf. Oh, dann geht's doch nicht schneller, als ich dachte. Doch, bei mir schon. Das kommt mir noch gar nicht so lang vor. Egal. Aber ich habe schon befürchtet, wir sind jetzt wochenlang damit beschäftigt, nur diesen Turm zu bauen. Ja. Und ich hoffe, ganz so schlimm wird's nicht. Naja, aber wenn man die Idee, die Grundidee hat, dann das ist das, was am längsten dauert. Ja. Das ist jetzt bei mir zumindest gerade halt sehr repetitiv. Ja. Ja, ich bin aber auch mit dem Steinding hochbauen deutlich schneller fertig gewesen, als ich dachte. Ah. Ich habe dann so gebaut und auf einmal habe ich schon oben gesehen, dass ich halt am Gerüst angekommen bin. Ich habe damit gerechnet, ich muss 3-4 Mal noch ins Lager und Stein holen, aber nö. Irgendwie nicht. Ja. So. Ach, guck mal an. Die dritte Seite ist fertig. Nice. Ich baue mal hier den Großteil des Höhlenlochs doch zu. Ja. Mensch, da lohnt sich doch unser Bambus anbauen, wenn der Turm jetzt gleich fertig ist. Aber Bambus kann man immer mal auch so brauchen. Ja. Wofür ist die Frage? Für noch weitere überdimensionierte Bauwerke. Ach so. Naja, so überdimensioniert ist es gar nicht. Nee. Eine Etage für jedes Gemüse zum Anbauen. Genau. Und Zuckerrohr. Ja. Das so, zählt auch hell. Zu Gemüse. Achso. Ist gut, dass es hell wird, weil ich habe jetzt kein Holz mehr. Oh. Brauchst du noch welches? Ja. Hast du noch was? Nee. Ah. Nee, ich habe nichts mehr. Also gefragt hast, ich dachte schon. Nee, ich dachte nur, ob du noch mal weg musst. Ja. Muss ich wohl. Blick mal in die andere Richtung. Wobei, da hast du den Inventar leer gemacht? Nee, aber leer genug. Ah. Oh, hier ist ein Händler vor unserem Turm. Ah. Der war gerade da, aber noch nicht. Was bietet der an? Blasenkorallenblock. Orgelkorallenblock. Für nur 3 Smaragde jeweils. Jetzt ist die Frage, wir haben einen Haufen Smaragde, sollen wir einfach die Korallenblöcke kaufen? Ich meine, wir haben jetzt auch Behutsamkeit, also. Oder haben wir sogar schon Korallenblöcke? Du hast doch schon Korallenblöcke geholt, nee, oder nicht? Konnte ich nicht, aber inzwischen können wir's, ja. Korallenblöcke kannst du nur noch mit einer Behutsamkeitsspitzhacke abbauen und ich hatte eine Behutsamkeitsaxt dabei. Weil die Folge hieß doch, Korallenfischen ist der Hit. Ja, da habe ich die kleinen Korallen geholt. Ja, dann hole ich mir jetzt ein paar. Dann kaufe ich jetzt was. Wie nicht beim Händler? Wir können die jetzt auch so abbauen. Kauf die doch nicht beim Händler. Wir haben so viele Smaragden. Ja, aber vielleicht gibt es da irgendwann was Cooles beim Händler. Irgendwas, was man nicht sich... Also ich würde keine kaufen. Glowstone gibt es noch, kleines Tropfblatt, orangener Farbstoff und Packeis. Tropfblatt? Ja, gut. Ja. Da kann ich eins kaufen. Das bringt uns auch nicht weiter. Aber was kostet das? Weniger auf jeden Fall, das kostet. Zwei kleine Tropfblätter für 1 Smaragd. Ja, dann. Ach so, das ist dann. Das Tropfblatt kann ich bestimmt auch mit Behutsamkeit abbauen. Ja, aber ich weiß nicht, wo welche sind. Und du wolltest mehrere Korallenblöcke kaufen. Ja, 2. Du wolltest unsere ganzen. Nein. Ach
So. Nein, nein, nur von jeder Sorte einen. Wir können auch gerne unsere ganzen Smaragde ausgeben. Nee. Wir haben ja im Korallenriff alle möglichen Blöcke. Da können wir eigentlich mal hingehen und die alle abbauen. Das ganze ja, Korallenriff stimmt. Einfach. Oh, dann ist es richtig tot. Naja, dann kaufe ich mal ein Tropfblatt. Beziehungsweise zwei. Zwei kleine Tropfblätter. Ich habe schon lange nichts mehr beim Händler gekauft, glaube ich. Ich töte die normalerweise. Immer. Weil dann gibt es Leinen und die Leinen sind mir meistens wichtiger als das, was der Händler anbietet. Vor allem, weil der so Wucherpreise hat. Aber für die Leinen muss ich ihn nicht umbringen. Nee, nur die Lamas. Nicht mal das. Sondern? Du kannst auch die so weit auseinanderziehen, bis die Leinen reißen. Hallo, Herr Händler. Ich nehme... zwei kleine Tropfblätter. Die will ich sehen. Bin gleich da. Nein, ich wollte den Händler einsperren. Und er ist in letzter Sekunde aus unserem Turm rausgelaufen. Nicht in die Höhle rein. Sein Lama ist in die Höhle reingefallen. Mal gucken, ob sich's wieder hochbacken kann. Schubs ihn mal runter. Na gut. Hier. Ah. Oh, das sieht voll cool aus. Guck mal, wenn man das in der Hand hält. Das ist so 3D-mäßig. Ah, ja, stimmt. Und was kann man jetzt damit machen, ist die Frage. Das kannst du bestimmt irgendwo hinsetzen. Na komm, lass mir mal wieder raus. Wir sind ja nicht so. Ach, natürlich. Ich wollte ihn in unseren Turm einsperren. Das hätte ich cool gefunden, aber er ist schon rausgegangen. Alter, wie der seine Lamas mit sich herzieht. Die armen Viecher. Warte mal, mein Spiel ist auf Englisch, fällt mir gerade auf. Ich glaube zwar, das. Nee, mein Spiel ist nicht auf Englisch. Ja, was jetzt? Ach, ich hab den Tooltip gelesen, da stand Drip Leaf. Deswegen dachte ich so, hä, das ist doch Englisch, aber ja. Aber nur die Tooltips. Endlich hat mal unsere ganze Erde auch einen Sinn. Ja. Ich fülle das hier komplett aus. Naja, nicht alles, aber ja am Anfang. Nachher mache ich es aber zwei hoch, dass wenn ein Creeper explodiert, man nicht gleich in die Höhle fällt. So viel zum Thema in die Höhle fahren. Was ist denn das? Tropfblatt. Ist das mit Knochenmehl. Knochenmehl. Du kannst auf diesen Tropfblättern stehen, aber nur kurz und dann klappen die zusammen, glaube ich, oder? Ja. Ah ja, stimmt. Pro Knochenmehl geht das ein Ding hoch, oder was? Oder ist es einfach so random so hochgegangen? Nee, ich habe ganz oft drauf gedrückt. Also random geht es nicht so hoch. Hast du eine Schere? Nicht dabei. Ich habe normal immer eine dabei, aber jetzt habe ich sie gerade vergessen. Es fängt schon an, dass ich mit der Lütung rumfliege. Ich glaube, ich habe generell nicht mal eine. Ich habe normal nämlich immer eine. Aber... ich weiß. Der dumme Händler schon wieder hier reingefallen. Zumindest eins seiner Lamas. Ach so. Oh, jetzt hat es Schaden gekriegt und jetzt hat es sich so irgendwo rausgepackt. Ich mach mir einfach eine neue Schere. Wir haben doch noch ein Eisen jetzt. Jetzt wird auf einmal wieder dekadent gehandelt. Ja. Ich brauche auch was zu essen. Haben wir noch was? Ich habe ein paar Brote. Oh, zwei. Aber ja, ich hab irgendwo sind Heuballen drin. Die habe ich mitgebracht, wo wir vom Ende zurückkamen. Dann esse ich die. Ein ganzer Heuballen. Ja. Tja, wo sind die Heuballen? Das ist eine gute Frage.
Das ist schon eine sehr gute Frage. Oh, sein eines Lama ist wirklich weg jetzt. Oh. Da kann ich nichts dafür. Ich finde hier keine Heuballen. Sicher. Ich brauche aber auch ein neues Essen, ich komme auch mal. Aber wir haben auch noch vereinzelt Steak und so rumliegen, weil ich unterwegs immer Schweine und Kühe töte. Ja gut, aber nichts Gebratenes. Nee. Hier ist ein Steak Kartoffeln. Ja, hier auch, aber ist auch nicht gebraten. Ja. Und Heu sehe ich hier. Hier sind 31 Eichenstämme drin. Dachte, ich hätte Heuballen mal mitgebracht. Meine ich hätte die hier reingetan. Aber hier sind keine. Vielleicht sind sie schon weg. Hier sind 7 Melonenscheiben. Hm. Als ob wir gar keinen Weizen mehr haben. Ist natürlich schlecht. Aus. Da können wir auch unsere Kühe nicht vermehren. Ja, sobald der Farm Tower fertig ist, halt dann. Ne? Ja. Naja. Tja. Dann gehe ich aber mal nochmal zum Dorf, weil ich habe beim Schneiden gesehen, dass da noch einige Heuballenhaufen sind. Mhm. Und vorher hole ich noch den Cleanstone hier raus. Dann mache ich mir Bratkartoffeln. Willst du schon mal die Steinziegel haben? Nee, tu die mal lieber in die Kiste rein. Okay. Mein Inventar lässt das jetzt nicht zu, dass ich das auch noch. Ja, die Steinziegel sind dann beim Cleanstone hier mit drin. Okay. Ach, mal Kohle ist ja bei Rohstoffen. Ja. Aber hier auch was drin. Ja, das hat wohl jemand nicht sortiert. Mhm. Mann, Mann, wer macht denn sowas? Tja. So, jetzt sind sie in der Steintruhe drin. Vom Cleanstone. Mhm. Oha. Was denn? Wenn man... Was war das für ein Geräusch? Wenn man dieses Tropfblatt so mit Knochenmehl macht und das so hoch wird und man was dann abbaut, kommt aus jedem ein Tropfblatt raus. Oha. Und zwar ein großes Tropfblatt. Und wir haben einen Smaragd dafür verschwendet. Ja, aber dann hatten wir zumindest mal eins. Das stimmt, aber wer hätten wir das irgendwo in der Natur gefunden, hätten wir ganz viele. Ja, also jetzt haben wir auch ganz viele. Und ein Smaragd weniger. Den findet man nicht so leicht in der Natur. Ja. Das war's wert. Ich kann mich noch erinnern, als Smaragde neu waren. Ja. Das waren noch Zeiten. Oh da ja. Da war es was richtig Krasses, wenn man die gefunden hat, weil das was Neues war. Da war noch alles besser. Damals. Ja. Zum Glück gibt's Videoprojekte wie Minecraft Time Travel, die einen in diese Zeit zurückversetzen. Tja. Da hast recht. Mensch. Kannst ja mal Minecraft Time Travel beitreten. Ach so, ich kenne mich da nicht aus. Ja, ich kenne mich nur ab der, ich weiß gar nicht. Wann kam denn Smaragd hinzu? Pff, eins weiß ich nicht. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen 1.4 oder so. Ja, so hätte ich es jetzt auch gesagt, weil ich glaube, da habe ich schon gespielt und ich habe die 1.2.5 angefangen, glaube ich. Ja. Gekauft hast du, glaube ich, die 147. Ja, irgendwie so. Aber du hast ja vorher mit einem, also mit einem Account von einem Freund dann. Natürlich, ja. Sollen wir schlafen? Nö. Okay, ich bin nämlich gerade im Dorf, hoffentlich kommen hier keine Zombies. Oh. Ja, wir warten ja immer noch auf die Phantome. Ja. Stimmt. Als die sich hier irgendwann mal herbequemen. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte man wach bleiben muss, dass die kommen.
Weiß nicht, eigentlich nicht lang. In der Weihnachtswelt kamen die auch schon des öfteren Mal zu uns. Ja. Und da waren wir nicht mit Absicht länger wach. Ja,